Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Eine wohl seltene oder ungewöhnliche Beobachtung konnte man an diesem ebenfalls ungewöhnlichen kalten Frühlingsmorgen an der Heder machen. Ungewöhnlich waren nicht der gründelnde Erpel und seine gefiederpflegende Ente, sondern dieses kleine Teichhuhn, das sich mit einer gravierenden Bein- oder Fußverletzung fortbewegte oder fortbewegen musste, auf Nahrungssuche oder auf Suche nach Nistmaterial, denn Anfang April beginnt die Brutzeit der Teichhühner oder Teichrallen. Am Ufer wäre das Teichhuhn in diesem Zustand eine leichte Beute für Fuchs oder Rohrweihe, denen das Einbein-Teichhühnchen jedoch schwimmend entkommen kann, wie eben unserem Kameraauge. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke.